Ja, du bist so gut zu dieser Welt, echt. Also ich bin ja wahrlich kein Groundhopper und ich bin aber trotzdem in jeder Stadt irgendwie immer ein bisschen kleiner Stadion-Nerd. Und ich habe jetzt hier jemanden am Strahov-Stadion in Prag getroffen und das ist der Mike Büskens, den erkennt man. Hallo Mike, was machst du hier heute Morgen? Ja, unsere U16 spielt hier um 12 und da ich die U16 begleite, schaue ich mir logischerweise auch dieses Spiel an und ja, freue mich drauf. So, das heißt, wahrscheinlich spielt ihr auch gegen Sparta? Genau. Das ist einfach ein internationales Freundschaftsspiel oder was ist das für eine Begegnung? So kann man es einordnen. Das ist so, dass wir immer zu diesen Auswärtsfahrten in der Euroleague eine Jugendmannschaft mitnehmen, die dann gegen die gleichaltrige Mannschaft des Gastgebers spielt. Und von daher ist heute die U16 in Prag und spielt gegen die U16 von Sparta. Das heißt, für die Jungs ist das Standard oder ist das irgendwie schon noch was Besonderes? So eine Fahrt? Ich hoffe, es ist was Besonderes, weil wenn es Standard wird, wird es gefährlich in dem Alter. Aber dadurch, dass es variiert, also dass nicht immer die gleiche Mannschaft mitfährt, sollte es schon was Besonderes sein. Ja. Das heißt, die U16 ist nicht immer dabei, sondern dann auch mal die genau, U14? Genau, in Nicosia war die U17, okay. beim nächsten Spiel wird es die U15 sein. Und von daher wird da mal durchgewechselt. Für die Jungs ein Erlebnis, definitiv, aber das Wichtigste ist, dass sie mit diesem Erlebnis auch vernünftig umgehen können. Ja. Ja, dass sie es nicht als normal erachten, sondern dass es auch ein Bonbon ist. Und für dich so, jetzt als U16-Coach? Ich meine, du hast nee, auch schon bin manche... Ich ja nicht. Nein, bin ich, ich okay. begleite sie nur. Ja, ich begleite okay. sie nur. Und von daher ist es für mich auch schön, so ein bisschen in die Jugend hineinschauen zu können und heute Abend das Spiel der Großen zu sehen. Das heißt, die Schalker Seele ist immer noch mit dabei, wenn du unterwegs bist, so ein bisschen? Definitiv, wenn du, weiß ich, über 18 Jahre für den Verein tätig warst und jetzt auch wieder, dann ist es ja normal. Das verlierst du ja nicht. Und wie sieht es für heute Abend aus? Ein Tipp? Ich bin ein ganz schlechter Tipper, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, wenn wir was mitnehmen, dann sind wir auf einem guten Wege, uns für die K.O.-Runde zu qualifizieren, schon vorzeitig zu qualifizieren. Und deswegen wollen wir heute den nächsten Schritt machen und werden hier hoffentlich was mitnehmen, weil sonst das ist eine beschissene Rückfahrt, ein beschissener Rückflug und den will ja keiner. Wie siehst du so als ein bisschen Außenstehender, der auch schon im Profibereich Erfahrung in anderen Clubs gesammelt hat, so gerade die Tendenz auf Schalke, die Strategie auf die Jugend zu setzen und nicht immer nur jedem nächsten Erfolg nachzuhetzen? Ja, Kontinuität war nie falsch und auch auf eigenes Bewährtes zu setzen auch nicht, definitiv nicht. Das hat die Vergangenheit gezeigt, das zeigt aber auch die Gegenwart, weil ich glaube nicht, dass es Mannschaften gibt in Deutschland, die eine ähnliche Durchlässigkeit haben, also sprich einen ähnlich hohen Anteil an Jugendspielern, die dann auch fürs Profiteam spielen. Und von daher zeigt uns das, dass dieser Weg richtig ist und den muss man verfolgen. Du hast nie die Garantie, dass es in den kommenden Jahren so weiterläuft, aber du musst zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen. Noch ein Wort zum Kollegen André Breitenreiter. Wie kommt der so an? Ich hatte bisher noch keinen Austausch, okay. Aber grundsätzlich muss man sagen, hat er das Umfeld wieder emotionalisiert, hat die Mannschaft mitgenommen und hat dafür gesorgt, dass man sich wieder mit der Mannschaft identifizieren kann. Das war in den letzten Jahren, glaube ich, nicht immer so der Fall, das sage ich als äußerer Betrachter, der nicht so nah dran war. Und von daher ist das, glaube ich, der richtige Schritt. Okay, Mike, vielen Dank, Glück auf, gerne. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Dito, ciao. Und mit der U16, viel Spaß. Danke, ciao. ciao, ciao. So, und wir gucken uns jetzt nochmal hier das Stadion an.